Die Adelküken sind der Kinderverein der Frankenauer Ortsteile Allendorf, Deinrode, Ellershausen und Luisendorf, also Adel. Am Sonntag, 14. April 2024 pflanzten die Kinder mit ihren Familien 25 Kirschbaumen am Hinscheid bei Ellershausen oberhalb der Bärenmühle. Die Bäume werden 6 bis 8 Meter hoch und dienen unter anderem Wildbienen und Hummeln als Nahrung, die essbaren Früchte auch später Vögel. Bevor die Bäume in die Erde kamen, gab es noch eine kleine Einweisung von Forstwirtschaftsmeister Florian Krümmelbein von Hessenforst. Wer aufmerksam ein bisschen schon hier rumgelaufen ist von den Kindern, wird hier und da schon gesehen haben, dass ich da was vorbereitet habe, wo so Akazienstäbe stehen, wo nachher die Wuchshüllen drankommen. Überall, wo so ein Stab steht, kann gepflanzt werden. Ich habe 25 Pflanzen mit. Annika hatte mir gesagt, so 20 Kinder wollten Baum pflanzen. Vielleicht kommen auch noch welche nach. Ja, die Wuchshüllen hole ich gleich noch. Die stehen noch im DGA. Die Wuchshüllen, die dann drumherum kommen. Eine habe ich schon mal mit. Wie gesagt, ich würde euch jetzt gerne einmal zeigen, wie tief die Pflanzen sitzen müssen. Und dann könnt ihr euch selber eure Pflanzplätze suchen. Das geht bis von da oben in den Holunderbüschen, stehen hier und da noch welche, sind 3 oder 4 Stück, dann hinter euch so ein bisschen rein, so ein paar Meter sieht man die Stäbe stecken. Hier unten sind noch welche und der Rest ist eigentlich hier oberhalb vom Weg. Viele haben ja schon die Stäbe gefunden oder sich parat gemacht. Ich würde jetzt sagen, kommt da einmal näher. Ich würde jetzt hier oben das mal vorführen, dann könnt ihr euch alle gescheit drum rumstellen. Wir haben hier so eine Hell-Dunkel-Zone. Bis dahin müsste die Pflanze schon unter der Erde sitzen. Ich habe euch ja überall schon mal so Placken gemacht, wo ich das Moos und das Gras runtergemacht habe, dass wir im Mineralboden sind. Das kann ich euch mal zeigen. Das hier ist jetzt spezielles Pflanzgerät aus der Forstwirtschaft. Ist ein Hohlbohrer. Und dann müsst ihr den Pflanzenkropf rausnehmen. Und dann stellt ihr euch die Pflanze an eine gerade Wand. So, und dann kann man hier zum Beispiel jetzt den Kropf zerfrümeln. Oder ihr habt ja einen Spaten, dann habt ihr eh lockere Erde. Und dann macht ihr die wieder schön dabei. Und so, dass die Pflanzen nachher fest sitzen. Na? Da hier noch ein bisschen Erde. Dann seht ihr bei den Pflanzlöchern immer, dass ich hier das ein bisschen weggekratzt habe. Das könnt ihr dann so locker dabei legen, dass die Erde wieder geschützt ist, dass die Wurzeln auch nass bleiben erstmal. Ne? Dass die vor Wind und so geschützt sind. Und dann machen wir nachher noch die Wuchshülle drum. Kann ich euch auch mal zeigen. Das sind auch glaube ich unterschiedlich groß, das ist eine ziemlich kleine. Da müsst ihr dann darauf achten, dass er die Äste am besten nicht abwächst. Eine Abricht, ne Flo? Ja, das sind ja die Trocken. Das ist der Vorführeffekt. Ne? Ja. Dann kommt der Stab hier durch den Pfad. Ich darf versuchen, ob er das vorher schon mal dran macht. Mama! Das Stab? Nein, hier das Ding. Das Wild nicht drankommt, das ist zum Verbiss und Fegeschutz. Ich kann nicht mehr viel draußen, muss da rausbringen. Oder so. Ja? So, teilweise habt ihr noch kleinere Pflanzen, dann stehen die ja ganz unten drin. Da muss der Stab ziemlich fest, dass der nicht vom Wind umgedrückt wird. Müsst ihr mal gucken, wie weit er reinkommt. Und so soll das dann nachher aussehen. Ja, Carina Pfeiffer. Adelküken, was ist das eigentlich?
Adelküken ist unser Kinderverein aus unseren Ortschaften Allendorf-Hardberg, Deinrode, Ellershausen und Luisendorf. Wir treffen uns regelmäßig. Der Name Adel, ne? Genau. Genau, wir treffen uns regelmäßig, um dass die Kinder sich vorher schon mal kennenlernen, bevor sie dann zusammen in den Kindergarten kommen. Und ja, heute haben wir uns getroffen, um für die Natur was zu gestalten. Jedes Kind konnte seinen eigenen Baum hier in dem Wald pflanzen, wo es dann Bezug nehmen kann, regelmäßig gießen oder auch mal Rast machen kann. Genau. 25 Bäume. Genau, 25 Bäume haben wir gepflanzt heute. Jawohl. Oh, wie ist die Aktion entstanden? Ich meine, Baumpflanzaktion gibt es ja nur laufend irgendwo. Ja, wir sind hier spazieren gegangen mit verschiedenen und haben halt gesehen, dass viele Bäume abgeholzt worden sind. Ja, und dann haben wir uns kurzerhand mit dem Florian Kümmelbein zusammengesetzt, dass wir hier die Bäume wieder nachrüsten wollen. Das sind jetzt nun spezielle Bäume, die nicht sonderlich hoch werden, schön blühen, also genau, auch für Insekten eine gewisse Nahrung bieten. Genau. Und hoffentlich klimastabil sind. Das hoffen wir auch. Dass die Kinder vielleicht in 20 Jahren ihren Baum... Genau. Dafür haben wir auch Schilder gebastelt, sodass wir die Bäume dann hoffentlich lange zuordnen können. Thank you.
Stell dich mal davor.